So, also, die Peki-Peki-Jagd ist vorüber, aber das waren ja zwei coole Kämpfe oder drei coole Kämpfe eigentlich, weil ja, das erste Mal habe ich ja aufgrund des Zeitlimits versagt. Ja, waren auf jeden Fall coole Kämpfe, vor allem dann auch eben zusammen mit anderen Leuten. Ja, wir machen jetzt auch gleich direkt weiter in der Hauptstory. Wir werden dann natürlich den Anyanat auch noch jagen und töten, aber vorher machen wir in der Hauptstory weiter. Ja, ich zeige euch nur ganz kurz. Mensch, Mensch! Es gibt jetzt sowohl für mich als auch für ein Palico, für mein Smokey, eben ein Bouquet-Set. Das ist auch ganz gut, muss ich sagen. Ja, 12 Verteidigung. Ja, auch hier von den Ausrüstungsfähigkeiten ganz in Ordnung. Also vergleichbar mit den Kestodon und den Gachao-Set, ja. Ja, allerdings fehlen mir da noch ein paar Sachen. Zum einen brauche ich noch 5 Puke-Puke-Panzer und einen Puke-Puke-Schwanz. ja, ihr wisst schon, das hintere Teil, den Schweif, ja, also ja, den hinteren Schwanz natürlich. Ja, jedenfalls, da fehlt mir noch ein bisschen was. Abgesehen davon kommt dann sicher, wenn wir den Anyanat besiegen, kommt dann sicher ein Anyanat-Set auch noch dazu. Und das ist, bin ich mir hundertprozentig sicher, stärker als alle anderen. Ja, ich habe es jetzt mal so gemacht. Die besten Teile vom Knochenset sind ja der Helm, weil der gibt Gesundheit plus 15 und die Panzerung, weil die gibt Angriff plus 3. Ja. Jetzt habe ich so gemacht. Ich habe mir hier vom Keston-Set die Handschuhe und hier vom Gachao-Set die Stiefel hergestellt, ja, weil die einfach schon von Basiswert 12 Verteidigung haben. Ja, was hier eben 6 Verteidigung Basiswert ist und ich auf 12 Verteidigung verbessert habe. Ja. Jetzt habe ich mir eben hier die Handschuhe. Da habe ich eben das mit den 30% Affinität für kurze Zeit nach Schlittern. Und hier verhindert das Wasser Bewegungen verlangsamt. Im Wasser, ja, ist es gar nicht so schlecht, muss ich sagen, weil im Wasser bewegt man sich deutlich langsamer. Ja, jetzt habe ich das eben so gemacht. Hier habe ich 14 Verteidigung, hier ja auch. Hier sind es 12. Und hier sind dann die Kestodon Armschützer. Die habe ich jetzt auf Stufe 3 verbessert. Die haben jetzt 16 Verteidigung. Und auch hier die Gachao-Stiefel habe ich auch auf Stufe 3 verbessert, haben 16 Verteidigung. Somit habe ich jetzt ja 73 Verteidigung, also doch etwas mehr. Meinem Palico habe ich jetzt vom Bouquet-Set die Waffe geschmiedet. Die ist nämlich ganz gut, weil vorher hatte er die. Ja, Nahkampfangriff 3, Fernangriff 5 und 10% Affinität. Ja, hier hat er keine Affinität, aber er hat Nahkampf 4 und Fernkampf 6, also das ist schon höher. Und er hat Element Gift. Und zwar 80, das heißt, er macht ein bisschen Giftschaden mit seinen Angriffen, das ist ganz cool. Und ja, dann habe ich ihm hier noch den Mantel hergestellt, der hat nämlich auch 6 Verteidigung. Das habe ich ihm nicht hergestellt, die Kapuze, weil da hat er ja schon den Anyanat Helm und der hat natürlich 10 Verteidigung, der ist natürlich viel besser. Von daher habe ich ihm nur das hergestellt, eben statt dem Knochenset, das er vorher hatte. Ja, so sieht's aus. Ja, es sind jetzt auch schon neue Items bekannt geworden. Also hier zum Beispiel weiß ich jetzt schon, ich brauche Monsterknochen M und Felsknochen. Und hier beim anderen Insekt brauche ich Monsterknochen M und Erdkristall. Und ja, bei den Waffen ist es dasselbe.
Ja, und das liegt daran, dass jetzt die nächste Hauptquest in ein neues Gebiet vorrückt. Das heißt, wir begeben uns auf neues Terrain. Ja, neue Gebiete, neue Monster, neue Herausforderungen. Das wird cool. Und das machen wir jetzt auch direkt gleich. Ja, wir müssen die Gelehrten beschützen vor den Drachenältesten. Ja, deswegen gehen wir jetzt dorthin. Die beste Art von Quest. So heißt die, ja. Und zwar gehen wir jetzt in die Wildturmödnis. So da. Los geht's. Ja, bin schon gespannt. Es wird wahrscheinlich so eine wüstenähnliche Landschaft sein. Und ich habe auch schon gelesen, da gibt es eben Kestodons und Garchaos, ja. Also diese beiden Monster von dem Rüstungsset eben, wo ich eben nur ein Teil von dem Rüstungsset habe, ja, die ich mir jetzt auch hergestellt habe. Die Monster gibt es dort und da gehe ich mal davon aus, dass ich dann eben auch noch ja, weitere oder wenn nicht sogar alle Teile von dem Rüstungsset bekommen werde. So, was haben wir da? Während einer Quest gibt es häufiger schlechtes Wetter. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat das irgendwie Kampfvorteile, aber ich persönlich mag das eigentlich gar nicht so. Regenwetter, also, oh, das sieht man überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Weil ich habe es ja vorher schon gesagt, ich hatte jetzt oft schlechtes Wetter und ja, das in echt mag ich das zwar, so regnerisches Wetter und Gewitter, aber hier im Spiel, nee. Ja, ist das nicht so meins. Ja, okay, das sagt mir nicht so richtig zu. Ja. Gut, dann. Dann schaue ich mal, ob ich mir da selber was Gutes zusammenstellen kann. Gut, wenn ich das hier nehme und ja, und irgendwas anderes. Was verhindert, dass du auf den Hintern fällst? Aha. Verhindert einmal Ohnmacht, wenn der Elite deine Schaden deine Gesundheit übersteigt. Das wäre cool. So. Ja gut, mache ich mal das. Ja, Elementwiderstand. Aber ja, ich habe sonst leider keine frischen Zutaten. Ich sage ja, das sind die Möglichkeiten momentan noch ziemlich begrenzt bei dem eigenen Gericht herstellen. Feline Düngmeister. Ah, ich glaube, das ist gerade das, was ich nicht wollte. Ja, und ich habe jetzt auch nicht nur 73 Verteidigung. Okay, ja gut, durch den Elementbonus habe ich jetzt mehr. Aber ich habe auch ohne den Elementbonus jetzt mehr Verteidigung gegen Feuer und Wasser. Durch die neuen Rüstungen. So. Okay, dann. Check ich mal ganz kurz. Ja, nur auf Nummer sicher zu gehen.
nehme ich mir da ein paar richtig geile, hochwertige Sachen mit. So, das sollte genügen. Ja, man weiß ja nicht, was uns dort erwartet. Ah, cool. So eine richtige Wüstenlandschaft. Geil. Okay. Hörst du? Die Frau und der kleine Zwerg schieben an und ich gehe gemütlich daneben. Ah, geil. Käme jetzt ungelegen, Jäger. Letzte Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Ich möchte da jetzt raus und diesen neuen Hinweis sehen. Die zwei schieben an. Wurde im Teil der Wildturmödnis gefunden. Führ uns unversehrt dorthin, Partner. Ach so, ich soll euch Deckung geben. Okay. Warte, ich komme schon. Ach so, okay, ist das, so ist das. Ah, wieder so ein Pilotenhase. Eines ist sicher. Seht ihr, da gibt 77 Punkte. Ja, was du nicht sagst. Die Wildturmödnis besteht aus Trockengebieten und Sümpfen. Diesem Umstand verdankt sie ihr einzigartiges Ökosystem. So Leute, ihr müsst kurz warten, ja. Ich meine, ich muss mir hier meine Wurfmesser. Aha, das mit der Schleuder verschossen und mit Chemikalien geschickt. Hey, sieh mal, ein Wasserfall. Cool. Das Wasser versickert im Sand, sammelt sich in tieferen Schichten und bildet so einen Sumpf. Aha, okay, das ist ein ziemlicher Fehler. Endlich geht's mal bergauf. Jetzt sitzt sie hier, obwohl sie eigentlich den... Jetzt komm schon, meine liebe Wildexpertin. Karren voranschiebt. Ja, da haben sie nicht gut aufgepasst. Aber gut. Ich sehe mal darüber hinweg. So Leute, ich komme schon. Ich beschütze euch. Ah, warte. Kraut, Kraut, Kraut. Sieh dir nur dieses Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit angepasst. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. Jetzt schmeiße ich mich da einfach mal durch. Durch das eklige Spinnennetz, aber es passiert eh nichts. Da, da, da. Viele Käfer gibt's hier. So, ist meine Ausdauer, ja, ist auf 150. Geschafft. Können wir jetzt eine Pause machen? Echt? Wir haben es schon geschafft? Der Wildturm. Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Na und eben. Weiter geht's. Sag ich doch, das haben wir noch nicht geschafft. Aber das ist schon cool, ja? Die schieben da an. Also, ich gehe da ganz gemütlich daneben her. Soll Deckung geben, aber ja, hier. Bis jetzt ist nichts passiert. Also, ja, relativ gemütlich. Oh. Aha, die kräutige Frucht. Was haben wir da Cooles? Felsenfrucht. Jawohl, das brauche ich, das brauche ich. Da. Hast du das gehört? Wir müssen jetzt gut aufpassen. Komm, Partner, ich brauche dich hier. Ich komme schon. Eine Sekunde noch. Komm sofort. Ja, ja, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Da bekomme ich mein Zeug, das ich brauche. Zack, zack. Erdkristall, jawohl, jawohl. Jawohl.
schon, ein paar will ich noch von denen. Wir müssen jetzt gut aufpassen. Yeah. Komm, Partner, ich brauche dich hier. Ja, komm schon, reg dich nicht auf. Chill mal. So. Ah, da gibt's Honig. Wer schreit denn da so deppert? Hä? Alter, was ist mit meinem Palico? Ey, da ist noch was. Alle, seid vorsichtig. Kannst du mal vorausgehen, Partner? Mhm. Ja, sofort. Oh, ist das geil. Alter, was sind da für verrückte, gestörte... Wer will da was? Oh, eine Rapian! Ihr wisst, was das heißt, Freunde. In so einer Lage muss man ruhig bleiben. Ach so, ruhig bleiben? Und sein Leben rennen! Los, los, los! Durch da! Vielleicht kannst du mit deiner Schleuder ja etwas Lärm machen, um sie abzulenken. Abzulenken? Alter, ich mach das Viech platt! Höchstwahrscheinlich gehe ich drauf dabei. Aber so bin ich eben. Alles oder nichts. Bei mir gibt's keine halben Sachen. Ratian! Komm her, du Hurensohn. Oh, das ist ein geiles Viech. Ja! Komm schon, zeig deine Fresse, hä? Da bist du, ja? Ja, hab ich dich. Tja. Okay, ich muss mich festhalten. Boah, der schüttelt mich ab. Aber ich komm zurück. Ich komm zurück. So leicht wirst du mich nicht los. Oh, der wehrt sich heftig. Ja, ja. Der wehrt sich heftig. Nimm das. Ratian. Ja, ich stich dir deine Augen aus. Dann bist du ein blinder Ratian. Ein kleiner, blinder, behinderter Ratian bist du dann. Ah, zieh die Waffe. Komm schon. Tja! Ja, nimm das. Nimm das. Ah, sein Puls ist schon ein bisschen niedrig. Ich meine, er ist noch nicht schwach, aber... Sogar die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten. Ha, ich habe ihn vertrieben. Wie viele Jahre so eine Bestie wohl braucht, um derart riesig zu werden? Ja, lange womöglich. Aha, ich habe den fucking Ratian vertrieben. Lenk ihn ab. Puh, von wegen. Ich mache das Vieh gleich platt. Ja. Ja. Der hat sich gleich verzogen, der Ratian. Der hat sich in die Hosen gemacht. Vielleicht kannst du ihm ablenken. Endlich. Ich dachte schon, wir würden nie ankommen. Ablenken. Sieh nur, grandios, wie gewaltig. Was für ein tolles Exemplar. Alter, wo seid ihr überhaupt? Wir sind fast da. Nicht nachlassen. Wo? Erst. Ach, scheiß drauf. Ich kann den Hinweis sehen. Das hast du gut gemacht, Jäger. Na klar. Bin ja auch Captain Smoke. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Was glaubst denn erst? Warte mal, ist er da? Ist das der Ratian? Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Hallo, Hübscher. Ja, komm schon, Runde 2, hä? Ganz schön riesiges Viech, hä? Oh, Feuerspein kann auch noch. Tja, geblendet!
Bam! Ja! Oh, ja, jetzt hat er mich zum ersten Mal erwischt, hä? Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Smokey, Smokey, komm schon. Blitzfliegenkäfig. Komm schon. Bau auf, bau auf, bau auf. Dämonenpulver. Ah, verpiss dich doch. Ja. Wow, er hat mich schon wieder erwischt. Ja, ich habe ja gewusst, warum ich mir das mitnehme. Wo ist er? Alter, schon wieder davon geflogen oder was? Deppert da. Kreuz sofort wieder daher, Alter. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Wir klären das jetzt Mann gegen Mann, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Komm her, du Wichser. So ein Mistviech, Alter. Rennt schon wieder davon. Darf das wahr sein? Ich mach den fertig. Ich mach den fix fertig, ich sag's euch. Oh, einmal Heilung. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Ja, jetzt warte mal einen Moment, bitte. So. Geht schon. Ja, ich habe mir das zwar super geordnet. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. In meinem Tortenmenü, so heißt das ja. Aber ja, ich habe es halt noch nicht alles so 100% im Kopf. Drum mache ich es dann oft noch über diesen Objektbalken. Ah, da ist er ja, oder? Na klar ist er das. Ja, hallo, da bin ich wieder. Was? Fähigkeiten haben komplett nachgelassen? Was habt ihr mit mir gemacht? Oh, nochmal Dämonenpulver. Oh fuck, das Blenden hat nicht wirklich funktioniert. Eine Diamantenpille. Boah, du. Na warte, das bekommst du doppelt dreifach zurück. Haha. Wow. Alles klar, alles klar. Oh, du blöder Sack. Ja. Danke, Smokey. Jetzt hast du mir wirklich den Arsch gerettet. Oh, Smokey. Erst. Du verdammtes Mistviech, Alter. Lass mein Smokey in Frieden. Schnell kurieren.
Haha, das ist noch nicht vorbei. Ja, haha. Bist du schön in meine Falle getappt. Hab ich dich. Ja, festhalten. Ja, und geht schon wieder. Nimm das. Okay, festhalten und weiter. Ja, das gefällt dir gar nicht, was? Jawohl, Smokey, super. Er hat ihn in der Blitzfalle. Er kann mittlerweile nämlich schon nicht nur blenden, sondern richtige Blitzfallen stellen. Ja, 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 jetzt will er schon wieder abhauen. Sicher nicht. Sicher nicht. Na, warte, na, warte, na, warte. Ich treibe ihn in die Enge. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Ja, ja, ich hol mir mein Geschenk höchstpersönlich vom. Oh, da fliegen noch ein paar hübsche Kreaturen. Ey, was soll das? Alter, ich war mitten im Kampf, willst du mich verarschen? Also das ist eine Frechheit. Erika, komm, ich zuerst. Lass mich. Alter, ich hätte den besiegt. Ich hätte sicher die urguten Sachen bekommen, die urguten Materialien. Hey. Ah, und der nächste. Renn zu meinem Leben! Ja, super, und ich habe meine ganzen Items verbraucht. Bam, voll in Sorge. Na, du bist ja ein ganz ein hübscher, hä? Notleuchtzeichen. Ja. Keine Sorge, ich halte die Gelehrten von Gefahren fern. Ja, ich sammle mal ein bisschen ein. Hui! Naja, womöglich ist es keine schlechte Idee. Warte mal, hier ist er. Jawohl. Oh, du. Du Lutscher. Na, warte. Das hat ein Nachspiel. Ah, okay, das wegen dem Schlittern, ja. Mhm. So. Leute, Notleuchtzeichen an alle Jäger da draußen. So, dafür bekommt man sogar gleich eine Trophäe auch noch. So, warte, einmal kurz stärken. Ja, gleich mit dem. So, da hinten steht er. So, Leute, und jetzt, das geht an alle Server, an alle Sitzungen. Da sollte garantiert jemand kommen. Aber ich glaube, den packe ich auch alleine, ja. Also, wenn ich den Ratian schon gepackt hätte, ja, und das hätte ich, dann wäre ich doch dieses, ja, bisschen zu groß geratene ja, Nilpferd oder Nashorn, was auch immer,
einfach schaffen. Ja, hier bin ich. Und Chuck! Haha! Tja, das hat dich geblendet, was? Ja, der hat einen ziemlich harten Panzer. Was hier offensichtlich ist. Ja, da muss man hier von der Seite auf seine Schwachstelle, wo er nicht so gepanzert ist. Auf seine Beine. Tja, wo schlägt denn der hin? Auf jeden Fall nicht auf mich. Gebrochene Teile, na bitte, wer sagt's denn? Ja, sehr gut, weiter Buff. Jawoll, wieder gebrochene Teile. Das ist schon alles. Das war ein kleiner Mückenstich, das spüre ich ja nicht mal, hey. Smokey, wir brauchen Käfig, komm schon. Jawohl. Oh, Donnerkäfer. Okay, warte. Ah, jetzt kommt er, ja. Ah, du bist ein Hurensohn. Na, warte. Okay, jetzt geht's aber auf. Jetzt geht's. Nee, nicht dein Ernst, oder? Der läuft jetzt auch davon. Oh, so ein... ja, ihr wisst schon. Wohin? Hier lang, ja. Ah, so ein Sack. Wirklich. Aber ich habe mir schon etliche Teile gebrochen. Wow! Ja, ihr seht, jedes Mal beim Schlittern jetzt bekomme ich dann eben kurzzeitig 30% Affinitätsbonus. Und da steht dann eben immer da, ja, Fähigkeit hat komplett nachgelassen, ne? Weil das ist ja nur kurz der Effekt. So, ja, hier hast du dich verkrochen, ne? Du kleiner Feigling. Ah, traut sich schon voll. Ah. Hey, hier sind Schnurtruppler. Hey. Cool. Die helfen mir. Tja, das war wohl daneben. Du bist so langsam. Oh, jetzt stehe ich genau im Mitten drin von ihm. So, einmal am Rücken. Für den orangenen Buff noch. Na, grüner Buff. Gut, nehme ich auch. Oh, das wollen wir nicht. Ah, warte mal, da gab es irgendwas. Ah, Material von ihm. Ja, das nehme ich doch gerne. Zeig dein hässliches Gesicht. Aha. Kein Problem. Ich habe alles dabei. Komm schon. Gönn dir einen Schluck. Dann gönn dir halt davon einen Schluck. Ja, Smokey, sehr gut. Wo ist er? Alter. Jetzt rennt er schon wieder davon. Das darf doch nicht wahr sein.
Na warte, ich krieg dich schon noch. Ah, schaut, schaut, jetzt kommen zwei Leute, Malinka und Mikasa. Na bitte, geht doch. Da sind Fischchen. Warte, die mache ich auch gleich fertig. Da hole ich mir gleich ein paar Buffs. So, und da bekomme ich dann meine restlichen Teile für meine Rüstung. Und erledigt. Oh, kommt er schon? Ah ja, da ist er. Okay, warte. Sollte mich hier irgendwo hinaufstellen. Vielleicht hier. Genau. Will er jetzt schon wieder hin? Heia! Ja, das war doch gar nichts. Ah ja, komm schon raus aus dem Schlamm, kein Problem. Oh, ich bin geschockt worden. Ich wurde geschockt. Da steckt man immer fest in diesen Dingen. So, muss mal Waffe schärfen. Oh, das sind ja auch coole Dinger. So. Jetzt habe ich mein Smoky ja nicht mehr. Weil jetzt andere Spieler dabei sind, ist mein Smoky ja weg. Da, 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 da. Gehen wir den Schrott weg. So, geht schon. Vollgas. Vollgas, Herrst. Kann die da nicht alleine lassen. Oh, ho, 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 und jetzt von oben. Ja! Komm schon! Endlich! Ah! Jetzt hat er mich erwischt. Ja, das war daneben, mein Lieber. Ah, jetzt hat er ein gutes Ausweichmanöver gemacht.
geht mit dir? Ja, jetzt habe ich dich, du Wichser. Ja, auch wenn du stark gepanzert bist am Kopf. Ja, das ist geil. Das ist ein Kampf. Ah, da oben steht irgendein Typ. Whee! Auf geht's. Jetzt sind wir schon zu viert. Noch besser. Oh, Schlafkraut gibt's da. Oh, du Sackgesichte. In die Beine. Okay, ich war doch viel höher. Okay, müssen wir schnell Waffe schärfen. Bisschen gefährlich hier, aber geht schon. Ah, okay, mein Konzept hat keine Ausdauer mehr. Muss ein bisschen warten. Ah, die haben in dem Kopf solche Explosivgeschosse platziert. Ja. Geh schon, trink das. Wir haben ihn gleich. Ja, Puls ist schwach. Oh, so ein... Ja, ich bin auf ihm. Du verdammter Wichser. Ja, jetzt kriegst du auf die Fresse. So, ich muss mich festhalten. Ja, geht noch, genau. Komm schon, komm schon. So, wieder festhalten und wieder angreifen. Ah, okay, hier komme ich nicht drauf. Das hätte er wohl gern.
halt die Fresse, hör auf zu brüllen. Das nützt ja auch nicht. Na warte, das zahlst du. Das zahlst du doppelt zurück. Ah fuck, jetzt stecke ich dir fest. Aber jetzt kapiert er wieder. Ich werde bei der Schlacke auf dich warten. Na, wer sagt? Mit super tatkräftiger Unterstützung. Tja, alleine hätte ich den, ja, vermutlich doch nicht geschafft. Also das war doch ein ziemlich harter Brocken. Aber auf jeden Fall ein richtig geiler Kampf. Ja, der hat einen ziemlich harten Panzer. So, was gibt's hier noch? Knochenhaufen. Ah, na bitte. Ja. Steak. Ein gutes Steak. Oh, hey! Gut, du bist zurück. Oh, keine Sorge. Ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Na, bin ich froh. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns. Bin ich froh, dass ihr euch wie Feiglinge, wie Weiber da versteckt habt. Die Gelehrten. Hey du, gehörst du zur 5. Flotte? Dann ist schon wieder eine Ältestenwanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger. Von der 1. Flotte. Ach ja. Darf ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Ja, ich bin ein Jäger von der 5. Flotte. Ah, der Kampf war geil. Der war richtig geil. Der war richtig also, Bombe. Meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Ich glaube, mein Knochenhelm stört ein bisschen beim Trinken. Verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ja. Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden. Der hat ja richtige Elfenohren, fällt mir gerade auf. Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber klar, eine Macht bringt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Ja, sehr interessanter Typ. Wer war das denn bitte? Niemand. Das war niemand. Ja, jetzt wird abgerechnet. Barot Panzer. Fruchtbarer Schlamm. Na, super. Nochmal gleich.
Barots Skalp. Ja, erhalten durch das Brechen seines fucking Kopfes. So. Monsterknochen M. Alter, der hat nicht mal die Latsch. Monsterknochen. So, Barock Rückgrat. Na bitte, sogar das Rückgrat haben wir ihm rausgerissen. Was sagt man dazu? Zweimal gleich. Das war ein geiler Kampf. Absolut. Und Erdkristalle, super. Genau das brauchen. So, das gibt da jetzt fette Erfahrungspunkte. Palico, extra Trainingserfahrung, ja, weil er jetzt dann nicht dabei war. Lieferung abgeschlossen. Wow, Felsenfrucht, Juwelenkaktus. Mhm. Die Lieferung gab es noch gar nicht, aber gut. Und mein Palico ist schon Stufe 12. Was ist mit mir eigentlich? Bin ich jetzt auch in Jägerrang aufgestiegen? Nö. Toll. Captain Smoke, Lebensretter. Angewandte Boni und Heilungen. Ja, mit der Klefe, vor allem mit dem Heilungsinsekten-Ding. Alter, ich bin ja überall. Captain Smoke, Captain Smoke, Captain Smoke. Rodeo-Held. Erfolgreiche Monster-Ritte. Zielzerstörer. Zerstörte Teile. Alter, achtmal. Und Schatzjäger. Seltene Objekte gesammelt. Na bitte. Ja. Was gibt's da noch dazu zu sagen? Ja, trotzdem war ich aber auf die Hilfe angewiesen. Also, das muss man schon ganz klar sagen. Außerdem ist es ja auch Sinn und Zweck. Dafür gibt's die Funktion, ja. Eben. Ne? Und vor allem hier, ja, ist es ja wirklich ein wahnsinnig starker Gegner mit Panzerung, ja, drum. Ja, weil man sonst, ansonsten eigentlich, ja, denke ich mal, so gut wie keine Chance hat. Gut, dich zu sehen. Dank dir sind unsere Leute in Sicherheit und wir wissen viel mehr über unser Ziel als zuvor. Während du weg warst, haben wir eine Karte mit allen Hinweisen erstellt, die wir auf dem Kontinent gesammelt haben. Die Gelehrten glauben, dass sie schon bald wissen werden, wo sich der Zora Magdaros befindet. Bis okay. Dahin wurde offenbar ein Gelehrter von seiner Eskorte getrennt. Die fünfte muss ihn suchen und für seine Sicherheit sorgen. Ach du meine Fresse, das auch noch. Jetzt ist so ein kleiner Zwergpenner-Gelehrter verschwunden. Der Gelehrte wurde von seiner Eskorte getrennt, ja, weil er sie wahrscheinlich in die Hose gemacht hat. Als er in der Wildtumödnis Hinweise gesammelt hat. Ein neues Lager ist jetzt verfügbar. Östliches Lager. Super. Beutezug abgeschlossen. Ökologische Forschung. Meine Wunschlisten-Dinger. So, was gibt's noch? Der Mann, den du da gesehen hast, war früher bei der ersten Flotte. Er war der einzige viverianische Jäger der Kommission. Eigentlich ist er für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Aber wir haben ihn vor einiger Zeit aus den Augen verloren. Im einen Augenblick sagte er, er habe die Geheimnisse dieses Kontinents aufgedeckt. Und im nächsten war er dann verschwunden. Ach, wie mysteriös. Ich wollte ihn begleiten, aber er hat das nicht zugelassen. Du bist der Erste, der ihn seitdem gesehen hat. Ein Teil von mir ist zwar noch wütend auf ihm, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt nur noch froh, dass es ihm gut geht. Wenn er gesagt hat, wir sollen uns keine Sorgen machen, dann werde ich das auch nicht. Er wird zu uns zurückkehren, wenn er dazu bereit Vielen ist. Vielen Dank. Jupp, passt. So, genug geschwafelt. So, wolltest du auch was? Jupp, passt. So, du, sprich dich aus. Passt. So. Gut, mit jedem Schwachkopf gesprochen. Na, der fehlt noch. Ja, der Herr in der Klapperrüstung. So, da. Gut. Passt, das war eine richtig geile Folge. Also, danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis bald.